Halberstädter Amios-Klinikum für optimale Patientenversorgung. Klinik für Gefäßchirurgie mit neuer Leitungsspitze. Die medizinische Versorgung der Region soll weiter verbessert werden. Deshalb rückt auch das Amios-Klinikum in Halberstadt die Schwerpunkte der ärztlichen Versorgung stärker in den Fokus. Medizin lebt ja von Entwicklung und auch unser Amios-Klinikum hier in Halberstadt entwickelt sich stetig weiter. Und wir wissen alle, dass aus den ganz großen Fachgebieten, die wir noch vor 30 Jahren kannten, innere Medizin und Chirurgie, immer wieder Spezialisierungen entstehen, die dann auch zu Klinikgründungen führen. Und wir wissen schon lange, dass im chirurgischen Bereich die Neurochirurgie, die Unfallchirurgie und auch die Kinderchirurgie sich schon als selbstständige Kliniken in Deutschland etablieren. Und an unserem Hause hat sich eine erneute Spezialisierung nicht bloß ergeben, sondern ist planmäßig entwickelt worden, nämlich dass die Gefäßchirurgie einen neuen organisatorischen Zusammenhalt erhält und als Klinik agiert, aber nicht nur als Klinik für Gefäßchirurgie, sondern auch als ein Klinikbereich, der sich um die Gefäßmedizin kümmert. Das heißt, nicht nur die großen Operationen an den Gefäßen, sondern auch die endovaskulär, also innerhalb der Gefäße durchgeführte Intervention, aber auch die Behandlung der Venenerkrankungen. Und dies alles haben wir gebündelt in einer Klinik, haben, und darüber sind wir ganz besonders stolz und freuen uns, zwei Ärzte gewinnen können, die dieses Fachgebiet mit Herzblut vertreten. Und wir freuen uns, Ihnen die heute hier vorstellen zu dürfen. Es ist der Chefarzt Dr. Wurlitzer und sein leitender Oberarzt, der Herr Dr. Aldergan. Ich bin in Thüringen aufgewachsen, habe in Leipzig studiert, war dann viele Jahre in Quedlinburg tätig, habe 1998 meinen Gefäßchirurgen gemacht, war dann 10 Jahre in Niedersachsen und zuletzt in Mittweida Chefarzt. Ich bin Viszeral- und Gefäßchirurg und das, was Professor Begal gerade sagte, trifft mich eben auch persönlich. Auch ich weiß und merke, dass das aktuelle Wissen auf beiden Gebieten schwer zu vereinbaren ist. Man muss sich letztendlich entscheiden. Und so kam mir diese Suche von Amios Halberstadt sehr entgegen, dass man sagen kann, okay, ich konzentriere mich jetzt auf ein Gebiet, nämlich auf die Gefäßchirurgie. Und im Unterschied zu früher, was ist das Neue, der Dr. Lehmann hat ja eine sehr gute Gefäßchirurgie gemacht, ist aber die Entwicklung geht dahin, dass man eine Gefäßmedizin macht. Wir bilden also auch keine Gefäßchirurgen mehr aus, sondern wir sagen, die jungen Assistenten werden Gefäßmediziner, die das Konservative, das Medikamentöse, das Operative, aber auch das Interventionelle beherrschen. Das ist unser Anspruch. Und das ist die Hoffnung und das ist unser Ziel, gemeinsam mit dem leitenden Oberarzt Dr. L. Aldergam hier in Halberstadt eine Gefäßmedizin aufzubauen, die quasi ganzheitlich Gefäßerkrankungen behandelt. Ich bin in Jordanien geboren und in Jordanien auch aufgewachsen. Meine Weiterbildung für Gefäßchirurgie habe ich in Trier begonnen und in Singen am Bodensee abgeschlossen. Danach war ich als Oberarzt in der größten Klinik in Nordhessen tätig, im Klinikum Kassel. Dort war ich auch der zuständige Oberarzt für die Aortenchirurgie und dort habe ich auch meine Aortenchirurgie, vor allem die Endovaskulärchirurgie, sage ich mal, vertieft und weiterhin erweitert. Und dank Herr Kühl, sage ich mal, kommen wir hierher mit Herrn Wolitzer, damit wir auch diese, sage ich mal, Erfahrung weiterhin hier etablieren und ein großes Zentrum für Gefäßchirurgie aufbauen. Um Gefäßerkrankungen, an denen auch viele ältere Patienten leiden, wohnortnah zu behandeln, setzt das Amios-Klinikum auf neueste diagnostische Geräte in Halberstadt. Ein neues mobiles Hochleistungsröntgengerät erlaubt zum Beispiel eine noch effektivere Behandlung. Sowohl konventionelle als auch minimalinvasive Eingriffe können so präzise, schnell und sicher vorgenommen werden. Arterien und Venen werden auf dem Bildschirm sichtbar dargestellt und durch ein entsprechendes Kontrastmittel die Knochen ausgeblendet. Das neue Gerät hat einfach eine sehr gute Auflösung. Und wir können mit dem Gerät quasi
Intervention, also Eingriffe, komplizierte Eingriffe durchführen, die wir vorher nicht hätten durchführen können. Komplizierte Eingriffe bedeutet, dass wir Verschlüsse und Stenosen überwinden können, wieder öffnen können, die wir vor 5 Jahren mit einem anderen, mit einem älteren Gerät nicht hätten öffnen können. Die medizinische Technik und die Technik dieses neuen Gerätes ermöglicht uns, neue Patienten auch minimalinvasiv, auch endovaskulär zu versorgen, die man früher hätte offen operieren müssen. Das ist das Neue, das technisch Gute an dem neuen Gerät. Durch eine Joystick-Steuerung ist es dem Arzt auch möglich, während der Operation das Blutgefäß aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ansonsten kann das mobile, hochauflösende Röntgengerät der neuesten Generation natürlich auch manuell eingestellt werden. Zum Beispiel hier diesen Patient haben wir ihn gestern operiert. Der Patient war auch bei uns vor ein paar Monaten, wo wir mit dem alten Gerät ihn nicht interventionell helfen konnten. Jetzt mit dem Gerät haben wir gestern den Verschluss der Arterie durch aufdilatieren konnten und auch, sage ich mal, gestentet. Und dadurch hat der Patient jetzt deutliche Besserung der Durchblutung des Beines und kann auch heute sogar nach Hause gehen. Ob Arterienverkalkung, Krampfadern, Gefäßmissbildungen oder andere Erkrankungen werden so schnell erkannt und können behandelt werden. Um gefäßchirurgische Erkrankungen möglichst früh zu diagnostizieren und optimal zu behandeln, arbeitet das Klinikum eng mit den Ärzten der Region zusammen.